Aber hier ist auf jeden Fall etwas, oder? Wasser. Oh, das ist nicht Wasser. Gegner und zwei Schatztruhen. Trank des Lebens und Demeter-Ernte. Ist das eine geile Ausrüstung? Ich glaube, Edna hat diese Art von Ausrüstung. Ja. Ah, habe ich ja schon mal. Und naja. Wertemäßig ist das jetzt nicht so geil. Ah. Ich frage mich echt, was das für ein Dungeon ist hier. Und Windschalterfertigkeit vorbei. Ah, schade. So. Feuer. Fällt jetzt eigentlich nur noch Wind. Müdigkeitsschild und Lernring. Okay, hier. Okay. Wo ist er denn hin? Oh, da ist ein Norman. Was hat denn da? Grausiger Jagddolch. Oh, da ist schon wieder der Gegner. Aber das war, ist jetzt ein anderer. Vorher war es eine Rüstung. Bam. Und was haben wir hier? Feldspatschwert. Na gut. Dann war hier anscheinend wirklich nur Schatztruhen bzw. den Normin. Und erst am anderen Ende ist der richtige Weg. Finde ich eigentlich gut so. Denn ich bin immer so, dass ich zuerst alle Teile des Dungeons erkunde, bevor ich dann zum Ausgang in Anführungszeichen gehe. Also, wo dann das Ende des Dungeons ist. Ganz schlimm ist das dann auch bei Skyrim. Wenn ich da... Oh, hoppala. Wenn ich da eine Ruine oder so auf jeden Fall voll erkunden will. Das dauert dann schon bei so einer kleinen Ruine sicher eine Stunde oder so. Kommt halt drauf an, wie groß die Ruine ist, aber... Wenn ich da alles entdecken will. So. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!
Schau, das meine ich. Ich treffe ihn einfach nicht, weil ich die Distanz mit Dezels Amortisierung nicht abschätzen kann. Irgendwann muss ich die ganzen Items hier einsetzen. Das kannst du nicht weitergehen. Ich glaube, ich habe jetzt sicher 50 solche Items. Und das summiert sich halt. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Beim letzten Mal da wollte ich's, aber jetzt wollte ich's eigentlich nicht. Ja, was siehst du? Ihr zwei wollt ihr nicht angreifen? Na komm, dann du auch noch. Alter, schau dir die KI an. Läuft er gegen die Wand. Get on with it. Sehr schön. So. Und eigentlich wollte ich sie jetzt benutzen, die mystische Art des, aber diesmal hat es nicht funktioniert, also irgendein Grund. So, habe ich eigentlich hier schon geschaut? Ja, da ist nichts. Obwohl, warum nicht? Hier steht eigentlich, dass da vielleicht ein Weg ist, sich vielleicht eine Fähigkeit einsetzen muss oder so. So, was ist das? Hier ist der Zentrum der Karte. Monolith in den Ruinen. Was ist das? Das ist ein großes Stein. Nein, das ist nicht ein Stein. Ist das nicht もちろん運び込んだ意味も謎だけど。大昔にもお前のような物好きがいたんだろう。運び込んだんじゃなくてさ、もともとあった石の周りに遺跡を作ったんじゃないの？それだ。きっとここはこの石を祀る神殿なんだ。この石を器だったのかもしれんな。自分の目で確かめた時にこそ。
伝承の本当の意味が見える。は、それメイビーおじさんと話してた。そう。でもただ見るだけじゃダメって分かったよ。ありがとう、ロゼ。なぜ俺？常識にとらわれない自由な視点が必要ということだ。お前のような。ん？別に私は普通ですけど。まったくこいつ。So, ein Behältnis also. Was ist, wenn ich mit Edna draufhaue? Nichts. Okay. So, dann gucken wir mal hier hinein. Hauen wir ihm auf die Nase. Ich will Sundown benutzen, aber irgendwie funktioniert es jetzt nicht. Da ist eine Tür. Du hast keinen Schlüssel für diese Tür. Ja, vielleicht finde ich ihn noch. Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich storymäßig so sein, dass ich ihn woanders finde. Dass mir irgendwer den Schlüssel gibt. Und dass ich dann hier wieder zurückkehre. Oh, ein Speicherpunkt. Das bedeutet normalerweise nichts Gutes. Sollen wir es probieren? Der Dungeon an sich war ja leicht. Keine Probleme. Aber immer wenn dann solche Monster kommen, dann können mich die auch ziemlich ficken. Also, weiß ich nicht. Na komm, machen wir. Doofauge. Na dann. Weg! Rose! Lenk ihn ab, Rose! Verdammt! Ich weiß nicht mehr tief. Wie ging denn die Fähigkeit? Die Art. Damn it. Ich wollte eigentlich die Fähigkeit, mit der ich mich heilen kann. Aber eigentlich hat er nicht mehr viel Leben. Ich war zuerst fertig mit dem Zauber. Nee. Nicht der Allheilmitteltrank. Rose! Aber ich war knapp dran eigentlich. Komm, das machen wir nochmal. Ich glaube, das schaffen wir. Von willst du mich verarschen, oder?